Droht uns dieses Jahr nun doch die große Pleitewelle? Nun, der Kreditversicherer Altradius rechnet in diesem Jahr mit einem deutlichen Anstieg leider der Unternehmensinsolvenzen. Insgesamt soll sich die Zahl der Firmenpleiten nämlich weltweit um satte 33% erhöhen, wie es in einer aktuellen Studie des Branchenriesen heißt. Keine schönen Aussichten, weiß ich, doch nicht. Nur die asiatisch-pazifische Raum wird besonders hart betroffen sein, sondern auch das vergleichbare robuste Deutschland. Denn mit dem Ende staatlicher Stützungsmaßnahmen und in Teilen dem künstlichen Erhalt von Unternehmen wird die Zahl der Insolvenzen wieder auf ein, ja, leider Gottes normales Niveau steigen können. Das wird meiner Einschätzung nach dazu führen, dass wir Ende 2022 in etlichen Ländern dann ja, Insolvenzzahlen sehen werden, die teils deutlich über dem Vorkrisenniveau liegen können. Hierzulande rechnet der zweitgrößte Kreditversicherer mit einer Zunahme von Insolvenzen in Höhe von 22%. Und das natürlich nicht zuletzt wegen der vielen Zombie-Unternehmen, die ohnehin ja die aktuelle Unterstützung nicht überleben können. Welche Zahl in diesem Zusammenhang meiner Einschätzung nach in den letzten zurückliegenden Monaten aber viel zu wenig mal thematisiert worden ist, ist die wirtschaftliche bzw. finanzielle Schaden bei einer Insolvenz. Denn die Fälle werden offenbar immer heftiger. Im ersten Halbjahr 2021 beispielsweise jedenfalls hat sich der Schaden pro Insolvenz hierzulande gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Und zwar von durchschnittlich 1,8 Millionen Euro auf 4,3 Millionen Euro. Das zeigt, dass trotz der Tatsache, dass im letzten Jahr die Zahl der Unternehmenspleiten auf den niedrigsten Stand seit Einführung der Insolvenzordnung 1999 gefallen sind, die Situation mehr als doch alarmierend ist. Schwierig könnte es unter anderem auch für die Unternehmen werden, die entsprechende Hilfskredite der staatlichen Förderbank KfW in Anspruch genommen haben. Denn während auf der einen Seite natürlich das Eigenkapital schrumpft, belasten die aufgenommenen Kredite die Unternehmen natürlich doch sehr häufig langfristig. Wenn jetzt noch größere Krise dazukommen sollte, dürfte vielen verständlicherweise natürlich damit irgendwo auch die Booster ausgehen können. Denn gerade im Jahr 2021 wurde trotz teils massiver Einschränkungen zur Eindämmung, vor allem in der gegenwärtigen Situation, die insbesondere Handel, Gastronomie und vor allen Dingen auch Tourismus sehr hart getroffen, haben eine Insolvenzwelle lediglich durch die staatlichen Interventionen und Maßnahmen verhindert. Die Kehrseite der Medaille ist aber nach wie vor die wachsende Anzahl an potenziellen Zombie-Unternehmen, deren Entstehen durch die weitere fortgeführte Subventionspolitik gefördert wird. In diesem Zusammenhang sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass unsere neue Regierung auch die Regeln zur Kurzarbeit bis März 2022 auch verlängert hat. Und das kostet natürlich auch Geld. Unternehmen, die also von dieser Krise letztendlich betroffen sind, sollen so leichter Kurzarbeitergeld für ihre Beschäftigten auch erhalten. Viele hat es natürlich schon in den vergangenen Monaten vor der Insolvenz gerettet, aber manche waren bereits vor Anfang 2020 schon nicht gerade in einer glücklichen Lage, sondern eigentlich gar nicht mehr überlebensfähig. Und eben jene Unternehmen würden ohne diese Hilfen schlicht und einfach auch nicht mehr so existieren. Bei normalen Prozessen würde dies quasi aus dem Markt eben dann bereinigt werden. Denn letzten Endes haben diese Firmen nicht großartig produktiv tätig werden müssen, jedoch haben sie trotzdem noch Möglichkeiten mit Kurzarbeitergeld gehabt. Und das sind nun mal dann Hilfsmittel, die gegenüber an der falschen Stelle eigentlich angekommen sind. Nichtsdestotrotz wird der gesamtwirtschaftliche Schaden hierzulande aber auch weltweit durch die Folgen und Auswirkungen der letzten zwei Jahre noch durchweg erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Tja, neben dem wirtschaftlichen Kollateralschaden, der möglich ist, der verbunden sein wird mit auch leider Gottes dann noch steigenden Arbeitslosenzahlen und den angesprochenen bereits erwähnten Insolvenzen, werden aber auch dieses Jahr die Themen gerade Inflation, Negativzinsen mehr denn je im Vordergrund stehen. Heißt ja auch schon mal verweint Geld, ne, bei den Banken. Denn die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist längst meiner Meinung nach schon aus dem Ruder gelaufen und viele, viele Millionen Sparer hierzulande
ja, werden es ganz besonders hart treffen, verlieren zum Teil auch ihre Altersvorsorge durch diese Nullzinspolitik oder Negativzinspolitik. Doch es gibt auch Lösungen, die wir im Rahmen des privaten Vermögensaufbaus und Vermögensschutzes gemeinsam natürlich angehen müssen. Genau aus diesem Grunde haben wir vor kurzem erst unser neues Buch Vermögensaufbau leicht gemacht, wie Sie aus Ihrem Geld ein Vermögen machen können, veröffentlicht. Ich halte es mal in die Kamera, es sind zwei Bücher, ein Buch zum Lesen, das andere zum Arbeiten, also dass man sich mal richtig damit beschäftigt. Und wenn Sie dieses Thema näher interessiert, dann schauen Sie einfach mal in die Videobeschreibung. Dort können Sie sich für Ihre Lieben, für sich selbst diese beiden Bücher besorgen. Es gibt übrigens auch ein Hörbuch dazu. Ja, und in dem Sinne will ich Sie auch dazu einladen, weiter nach vorne zu schauen. Es macht keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken, zu sagen, ja, ist ja alles schlimm. Es gab immer schon Krisen, es gab immer schon Probleme, aber Probleme sind Aufgaben, die können wir lösen. Wir müssen uns um Vermögensaufbau kümmern und auch um den Vermögensschutz. Und der kluge Umgang mit Geld geht uns weiter an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Klaus Hoppe.